Hallo, heute gibt es eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung von Faust 1. Faust, geschrieben von Goethe, ja, Johann Wolfgang von Goethe, der Schriftsteller und Dichter. Und Faust ist ein wichtiger Teil der deutschen Literatur. Viel Spaß! Also, unsere Hauptfigur ist natürlich Faust. Faust ist ein Mann, er ist ein Wissenschaftler. Das ist Dr. Heinrich Faust. Und Faust hat ein paar Probleme. Er ist in einer Midlife-Crisis. Er ist in einer Existenzkrise. Und er hat so viel studiert. Er hat studiert und studiert und studiert und doch hat es ihm nichts geholfen. Er hat nichts erreicht. Und was macht Faust dann? Er nimmt eine Flasche und in dieser Flasche, da ist Gift drin. In der Flasche ist Gift. Er nimmt also eine Flasche Gift, denn er will sterben. Er will Selbstmord begehen. Er will das Gift trinken und sterben. Aber dann macht er es doch nicht. Nein, er trinkt das Gift nicht. Nein, er begeht kein Selbstmord. Er lebt. Okay. Später macht Faust einen Spaziergang. Er macht einen Spaziergang draußen. Er macht einen Spaziergang und da findet er einen Hund. Ja, einen Hund, wuff, wuff. Er findet einen Hund und er nimmt ihn mit nach Hause. Er nimmt den Hund mit nach Hause. Und dann zu Hause verwandelt sich der Hund in den Teufel. Der Hund verwandelt sich und dann steht auf einmal der Teufel vor Faust. Das ist der Teufel Mephisto. Mephisto steht vor Faust. Aber Faust und der Teufel Mephisto gehen einen Pakt ein. Sie machen einen Pakt, sie gehen einen Pakt ein. Ja? Der Teufel Mephisto verspricht Faust ein Leben voller Glück. Glück, Glück, Glück für den Rest seines Lebens. Ja, Glück auf Lebenszeit. Und dafür will Mephisto Fausts Seele haben. Ja, Faust wird dem Teufel seine Seele geben. Seine Seele. Damit Faust Glück bekommt. Und dann gehen Mephisto und Faust in eine Hexenküche. Sie gehen in eine Hexenküche und dort in der Hexenküche bekommt Faust einen Zaubertrank. Er bekommt einen Zaubertrank zum Trinken. Ja, Magie
einen Zaubertrank. Abracadabra, das ist Zaubern. Und er bekommt einen Zaubertrank zum Trinken. Und dann, boom, dann sieht er sieht auf einmal 30 Jahre, 30 Jahre jünger aus. Oh, er sieht 30 Jahre jünger aus. Faust ist jetzt schön und jung, 30 Jahre jünger. Und später trifft er eine Frau. Eine Frau oder eher ein Mädchen. Er trifft ein Mädchen und das Mädchen heißt Gretchen. Das ist Gretchen. Und Faust verliebt sich natürlich in Gretchen. Er verliebt sich in Gretchen. Aber Gretchen gibt Faust einen Korb. Sie gibt ihm einen Korb. Sie sagt, nein, danke, kein Interesse. Ja, Gretchen sagt, kein Interesse. Und Faust geht zu Mephisto. Er geht zu Mephisto, zu dem Teufel. Und er sagt zu Mephisto, hilf mir, ich will Gretchen haben. Ich will Gretchen haben, du sollst mir helfen. Und Mephisto hilft Faust, Gretchen für sich zu gewinnen. Und dann gehen Mephisto und Faust auf ein Doppeldate. Sie gehen auf ein Doppeldate. Faust mit Gretchen und der Teufel Mephisto mit einer anderen Frau. Klar. Sie gehen also auf ein Doppeldate. Und auf dem Date, da verliebt sich Gretchen in Faust. Ja. Gretchen verliebt sich doch. Sie verliebt sich doch in Faust. Ja, wunderbar. Später treffen sich Gretchen und Faust nochmal. Und Gretchen stellt eine wichtige Frage. Sie fragt, was denkst du über die Religion? Ja, Gretchen ist sehr, sehr religiös. Sie ist sehr religiös und sie fragt Faust, bist du religiös? Und Faust ist natürlich ein Wissenschaftler. Er ist ein Wissenschaftler und er will nicht antworten. Er will nicht antworten. Und Gretchen fragt immer wieder, bist du religiös? Was denkst du über die Religion? Aber Faust antwortet nicht. Er antwortet nicht. Und dann, nach diesem Date, schlafen Faust und Gretchen miteinander. Ja, sie schlafen miteinander und am nächsten Tag, ja, am nächsten Tag, da hat Gretchen ein sehr schlechtes Gewissen. Ja, sie hat ein schlechtes Gewissen. Sie denkt, oh nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Meine Religion, oh nein, ich habe mit Faust geschlafen. Das hätte ich nicht tun sollen. Und dann geht sie erstmal in die Kirche. Ja, sie geht in die Kirche. Sie geht in die Kirche und betet. Sie betet. Gut. Gretchen wird tatsächlich schwanger. Sie wird schwanger.
Sie wird schwanger. Sie bekommt ein Baby. Sie bekommt ein Baby, aber sie tötet das Baby. Ja, und dann kommt sie in das Gefängnis. Sie kommt ins Gefängnis, weil sie ihr Kind, ihr Baby, getötet hat. Und Faust und Mephisto, die wollen Gretchen retten. Sie wollen sie befreien aus dem Gefängnis. Und sie gehen zu dem Gefängnis, sie gehen zu Gretchen. Aber Gretchen ist ein bisschen verrückt geworden. Und sie sagt, nein, mit dir, Faust, gehe ich nicht. Ich bleibe hier. Gretchen will im Gefängnis bleiben. Sie will bestraft werden. Sie will bestraft werden, weil sie ihr eigenes Baby, ihr Kind, getötet hat. Und Faust und Mephisto gehen schnell weg. Und dann wird Gretchen im Gefängnis bestraft. Sie wird bestraft mit dem Tod. Ja, sie wird getötet, weil sie ihr Kind getötet hat. Das war eine ganz kurze Zusammenfassung von Faust mit den wichtigsten Teilen von Faust 1. Liked, kommentiert und abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!